Geben mal Gas. Sollte eigentlich gleich hier vorne irgendwo sein. Irgendwo. Oh, Entschuldigung. Blinde sollte nicht rennen. Verdammt. Jetzt werden die Bauern wieder meckern. Wie sich alle direkt aufregen. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Taschendiebstahl, limitierte Erinnerungsausdruck. ETF. Erstmal schön an den Arsch packen, Klatsch. Beendet. Masuna jetzt die Presse finden. Ja, die Missionen sind bisher so ein bisschen so, weiß ich auch nicht, so anfangstechnisch leicht halt. Wie seltsam, da kam von oben einer runtergesegelt. Und das ohne Flugzeug, wie hat er das gemacht? Nein, wir machen uns auf nach oben, ausweichen, 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 nicht, dass wir stolpern. Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Mission. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Ich wollte eigentlich auch durchschaut seine Lügen. Zu ihm gehen. Befragen imitierte Erinnerungsabdrücke. Befragen. Fragen Sie den abgültigen Ort. Schlagen Sie ihn und um ihn zum Reden zu bringen. Ey, wir dürfen ihn klatschen. Wir dürfen ihn klatschen, meine Freunde. Wir dürfen ihn einfach klatschen. Folgen ihm einfach mal betend. Dann kommen wir zügig hinter ihm her. In einen abgelegenen Ort. Hey du, bleib mal stehen. Genug, genug, ich beuge mich. Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man sollte den Tod. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr, und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh, mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber.
Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut, reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Alles klar, kriegen wir auch den Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Okay, kann ich den Brief nicht mitnehmen mit den Namen? Hallo? Umgeschnitten. Schuh. Synchronisiere Rang 1 Erinnerung. Neue Waffen erhalten. Schwert neu verhaltbar. Steckte Klinge. Sie können im Hof trainieren. Im Hofe können wir trainieren. Dann würde ich sagen. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Das können wir gerne machen. Drücken und halten Sie die erste Taste 1, um Angriffe abzuwehren. Dies ist die Verteidigungsstellung. So. Okay, das wird nichts. Das wurde was. So, erstmal wieder auf Verteidigungsstellung. Sack. Eines Meisters. So ist richtig. Na komm, greif an. Komm. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Animus-Tutorial, Kampf trainieren. Warte auf Eingabe. Achso, kann ich jetzt machen. Ja, okay, mach ich dann mal. Kampf trainieren. Eventuell kriegen wir da. Drücken Sie hinterher herum und lassen Sie nach dem Angriff los, um ihn wieder zu wiederholen. Ja. Richtig. Man sollte immer so zu beiden stehen. Dann kann man beide abwehren. So. Schneller Angriff. Richtig. So, schneller Angriff. Alter. Ey, zum Kotzen. Er greift mich an hier. Alter. Willst du mich verarschen?
So, Kampfmodus jetzt deaktivieren, jetzt aktivieren. Es war so klar, wenn ich wieder auf den anderen gehe, dann kommt er hier an. Also greifen, loslassen, alles klar. Deaktivieren. Das Werk eines Meisters. Okay, dann würde ich sagen. Das Ganze jetzt immer wieder, okay. Das machen wir jetzt wohl immer wieder. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, kann ich jetzt hier raus oder so? Ich kann ihn nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr. Okay. So, ja, das war ja im Kampfmodus. Ja, wie lange geht das jetzt? Ich verstehe. Okay, ich konnte mit Escape einfach beenden. Okay, das wird also 24/7 so ablaufen. Combo Kill hatten wir auch gerade. Dementsprechend können wir das Tutorial verlassen, ja. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Konzentriert euch auf euer Ziel. Lasst euch nicht ablenken. Haben wir irgendwie mit M so eine Map oder so eine Karte? Nein, haben wir nicht. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Wir müssen nach Damaskus, meine Lieben. Nach Damaskus wollen die Templer wahrscheinlich alle hocken. Nicht irgendwie so eine Karte. Ah, da Karte. So, toll. Ah, zum König. Ah, okay. Alles klar. Das, ja, das zeigt einiges, wo wir jetzt hin müssen. Aber wir gehen jetzt erstmal runter. Und dann schauen wir mal nach, dass wir dann nach Damaskus kommen. Ein bisschen rumlaufen hier. Das ist ein nettes Städtchen. Ich frage mich, wie es mit geldlichen Aktivitäten aussieht. Also kommen wir, ob wir irgendwas kaufen können. Ah, das Tor ist offen. Gut. Das war vorhin noch die ganze Zeit geschlossen. Warum ist es jetzt plötzlich offen? Ob Pferd aufsitzen. Drücken Sie neben einem Pferd Leertaste oder Umschalt, um es zu besteigen. Skid up. Ein Pony. Ah, nehmen wir den braunen Sattel, genau. Nehmen wir mal den braunen. Ich steuere immer gerne nur mit der Kamera. Dauer W drücken und einfach nur mit der Kamera hin und her bewegen. Ah, aber ich sehe mit A und D. Geht's gut. Geht's auch gut. Ja, springen können wir auch mit dem Zottel, das ist super. Ah, galoppieren, wir können also noch eine Runde schneller fahren. Laufen. Ja,
Kamera. So, wir hüpfen mal eben so ein bisschen rum. Quatsch vom Baum. Wurden sie entdeckt, stoßen sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschwindigkeit. Kein zu erhöhen, ja. Ja, Damaskus, wir sind theoretisch gleich da, würde ich mal sagen. Ein Aussichtspunkt. Weil um den ein Adler kreist. Ah da, jo. Sind Aussichtspunkte eliminiert. Ich würde sagen, dann holen wir uns den mal ganz kurz. Absitzen. Achso. Stimmt. Aber ich muss immer noch klarkommen, weil die Tasten komplett überall verstreut sind. Wo kann ich hier hoch? Tatsache. Nein! Ist er verrückt? Bin ich verrückt oder was? Ja, bin ich. So ein Narr. Falsche Taste gerade gedrückt. Ah. So, hol mit dir, mein Lieber. Hol mit dir. Und ich brauche die Leertaste gar nicht drücken. Fällt mir gerade mal auf. Ich habe immer die Leertaste dazu gedrückt. Braucht man nämlich am Anfang. Dafür braucht man die Leertaste, um da ranzuspringen. Aber den Rest kann ich ohne Leertaste machen. Geil. Na Adler, was geht? Geh mal kurz an die Seite. Wir synchronisieren mit E. Ich geh mal wieder an die Spitze. Das Typische von den Assassin's Creed und von den Far Cry Titeln, dass man immer auf diese Türme springen muss. 1 von 12, wow. Das, wow. Da springen wir bestimmt hin, richtig? Ich frage mich, wie lange man das wohl trainieren muss. Na du, ey du kleiner Zottel, komm. Alles gut? Komm. Benutzen Sie die Karte, um Missionsziele und Nebenaufgaben zu finden. Was? Was für ein Tabulator? Ah, Tabulator, alles klar. Nach Damaskus. Okay. Wie viele Aussichtspunkte? Hier sind schon wieder 4. 5. What? Willst du mich verarschen? Ich würde sagen, wir haben einiges zu tun. Noch. Also mit mal eben die neuen Leute fertig kriegen. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Lol. Das geht auch. Wir können ihre eigenen GPS-Marker machen. Ich hätte es nicht GPS-Marker genannt. Masyaf Damaskus. Da. Würde ich sagen, auf geht's, mein treues Pony. Wir reiten los. Ob wir wohl auch irgendwann unser eigenes Pony kriegen oder immer uns welche ausleihen müssen. Damaskus, hier geht's weiter. Alles klar. Weiter geht's. Ich guck mal ganz kurz auf der Map. Ah, wir sind bereiten schon drauf zu. Oh, die Türken. Da wollen wir jetzt aber erstmal kein. Ah, da ist ein Turm. Da ist ein Türmchen. So, wir steigen mal hier ab. Ich komme gleich wieder hoch. Was ist das denn? König Richard Flagge eingesammelt. 1 von 100. Was? Okay. König Richard? Wie König? Wie sieht denn König Richard? Egal.
So, wir klettern erstmal hier hoch. Wir holen uns erstmal ein paar Türme. Ah, ich sehe jetzt langsam die Stadt. Da hinten war, glaube ich, auch noch irgendwo ein Turm, richtig? Da unten ist so ein Holzgebäude. Da. Ja, gut. Ich wollte gerade den Kopf benutzen und das ist mir aber beim Drücken schon eingefallen. Ach, fuck. Jetzt wird hier ja freigeschaltet. Aber macht ja nichts. Müssen wir machen. Machen wir auf jeden Fall. 2 von 12 Aussichtspunkte im Königreich erklommen. Du siehst ja nichts. Ich würde sagen, Tabulator für Details machen wir auch immer eben. So, hier war noch einer, aber wenn wir jetzt gleich hier reingehen, da ist noch einer. Den holen wir uns auf jeden Fall mal eben. Und dann alle Elemente, lol. Optionale Ziel. Achso, gut, die eigentlichen Ziele sind noch nicht zu sehen. Missionsziele, optionale Ziele sind halt. Sind halt die Türmchen. Den Weg muss ich rein. Ah, ich sehe da oben noch eine Flagge. 2 Flaggen. 3 Flaggen. Wenn ihr die auch 3 seht, einmal da, über meinem Kopf immer. Also eine ist da über meinem Kopf, eine ist da. Alle ist da über meinem Kopf. Und wenn man da hoch geht, müsste da irgendwo dann der nächste Aussichtspunkt sein. Das machen wir auf jeden Fall mal. Da gehen wir mal hin. So. Ich überlege aber diesmal jetzt mal ohne Pony loszulatschen. Machen wir mal, boah. Und hier ist ja auch noch eine Flagge, zufälligerweise. Nö. So, hier waren aber welche. Da oben. Ich dachte gerade, da wäre ein Aussichtspunkt, aber da ist keiner. So, eine Flagge ist hier. Man denkt sich, what the fuck, was ich kann. Guck mal, Leute. Voll krass. So, schon 3. Voll krass, diese Ecke hier. Wo war die andere Flagge, die wir gesehen hatten? Die war hier. Da war sie. Da wohl hinspringen kann. Oh. Ja, doch. Das war so klar, dass irgendwie sowas wieder passieren kann. Oder muss. Okay, fang. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu. Ja, es ist richtig. So, jetzt bin ich mal. Da bin ich. Da bin ich. Alles klar. Ah ja, ich war gerade da oben. Ja, gut. Alles klar, alles klar. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Da ist noch so eine Flagge, die hole ich mir mal eben. Ist das hier so ein Gegner? Nein. Da ist noch eine Flagge. Lol, wie konnte ich die von da hinten so gut sehen? Da waren wahrscheinlich die Büsche noch gar nicht geladen. Ja, wir machen uns gerade eher auf Flaggensuche, anstatt irgendwelche
Aufträge anzufangen. Aber naja, da ist auch noch eine Flagge. Alter, wie viele... Du siehst überall nur noch Flaggen. Da ist eine. Da oben ist eine. Was zum Fick? Da hat man eher gerade Lust, die ganzen Flaggen einzusammeln, dass man die schon mal hinter sich hat. Und hier auch mal eben hoch. Warum macht er das? Hä? Komm, lass los. Lass los. Danke. So, wir gehen jetzt einmal nochmal hin und schauen wir jetzt mal nach, dass wir das Ding hier bekommen. Da möchte ich jetzt hin. Und zwar flott. Wenn es geht. Ich glaube zwar nicht, dass es geht, aber wir versuchen einfach mal unser Bestes. Dass wir da mal schnell hinkommen. Was ist denn hier? Lass mich raten, eine Flagge. Ja, eine Flagge. Ja, wir machen mal eben in dieser Folge mal eben die Flaggen fertig. So, hier kann ich auf jeden Fall hoch. Ne, da kann ich doch nicht hoch. Arc. Und dann kein Zugang. Okay, ich kann da derzeit nicht hin. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, dann suchen wir uns mal ein anderes Ziel raus. Da muss ich hin. Dann gehen wir erstmal nach da. Also ich gehe davon aus, dass pro Bereich so viele Dingens sind. Oh, ich sollte das Schwert wegstecken. Kann ich das irgendwie? Ja, mit Leertaste konnte ich es. Okay, wir gehen mal hier hoch. Hier sollten jetzt erstmal keine Flaggen mehr sein. Die haben wir gerade schon alle eingesammelt. Ja, ich glaube, es sind nur für diesen einzelnen Bereich. Wir sind ja immer noch nicht in Damaskus. In diesem Bereich sind, glaube ich, die ganzen 12 Flaggen. Und im nächsten Bereich sind schon wieder ein paar Flaggen. Flaggen. Türme. Entschuldigung. Wir haben also viel zu tun. Lass mich raten, hier hinter ist noch eine Flagge. Oh nein, es mag keine Flagge. Wow. Ja, halt auf. Es geht bei dir. Greif. Ernsthaft. Alter, was? Alter, der hat mich fast weggekloppt. Und er hat kein Deutsch geredet. Haben die da wohl vergessen, jemanden zu synchronisieren? Die kleinen Schlingel. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich hoch muss oder runter. Ich muss runter. Ich muss runter. Ich frag mich, warum nur eine Wache stand. Ich dachte, es wäre vielleicht so ein Bauer oder sowas, dem das Feld gehört. Aber da habe ich mich dann wohl geschnitten. Meine Fresse, guckt mich doch nicht alle an. Noch nie einen läufenden Typen gesehen. Aber ohne Scheiß, die Grafik ist gar nicht so schlecht. Jedenfalls die, die ich sehe. Ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme ist. Das sehe ich leider noch nicht. Das werde ich aber
nach der Aufnahme sehen. Da ist das Häuschen, was wir von ganz oben gesehen haben. Damaskus, hier geht's weiter. Das will ich mir auf jeden Fall angucken.